ist Interesse einfach für die Sportart, Begeisterung für den Beruf und ja, die Fähigkeit dazu zu lernen, weil das ist ein ewiges Lernen und ein ewiges Anpassen an neue Herausforderungen, neue Situationen, neue Themen. Das alles muss da sein und dann macht der Beruf auch richtig Spaß. Ich hatte mir auch überlegt, Mensch, warum startet man nicht eine Aktion, dass wir als Sportstudio jetzt zum Beispiel auf die Mediendirektoren zugehen, irgendeine Seite einrichten? Wir sollten uns als Journalisten da nicht so wichtig nehmen, als ob wir jetzt die Leute einschalten. Deswegen ist es gerade im Sport so gut. Also ich war als Sportler nicht so herausragend. Gut, ich will nicht sagen, dass ich das jetzt als Journalist bin, aber ich war Abwehrspieler, athletisch, wurde ja schon erwähnt, der Knochenbrecher von Herne und habe bei Dortmund und Gladbach gespielt. Aber ich hätte vielleicht zweite Liga gespielt, vielleicht auch bei einem schlechteren Verein in der ersten. Aber als es dann ging, ZDF, Sendungen oder Sport weitermachen, war mir klar, der Journalismus ist mein Weg und ich habe das auch nie bereut. Und ich profitiere im Nachhinein ja von all den Stunden, Jahren, die ich auf dem Platz verbracht habe. Ja, ich finde schon, dass der Herr Scheinbrecher heute mit seinem Praxisbeispiel, also mit seiner Erfahrung hier als eine Art Ikone, sage ich, bei dem aktuellen Sportstudio bei ZDF schon in gewisser Weise klar machen konnte, was im Sportjournalismus so wichtig ist. Vor allem die Objektivität, vor allem, dass man auch Distanz wahrt zu den Sportlern, zu der Sportart, dass man nicht als Journalist im Vordergrund stehen sollte, dass man eher quasi sich nur auf die Berichterstattung dann konzentriert, aber doch der Sportler im Mittelpunkt steht. Und ich fand, das war schon eine Bereicherung für alle heute hier im Saal. Ja, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant, vor allem, wenn man selber auch gerne in die Richtung gehen möchte. Ja, dann ist es natürlich schön, einen langjährigen Moderator hier zu haben. Ich finde, es war vor allem gut, dass er sehr offen erzählt hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwas für sich behalten hat oder nicht erzählen wollte. Und deswegen war es echt schön, aus dem Einblick zu bekommen. Ja, hat Spaß gemacht, auch für Leute, die vielleicht nicht so Fußball interessiert sind. Ich wollte eigentlich schon mal ein Jugendsportjournalist werden. Dadurch hat das jetzt heute nicht so viel dazu beigetragen. Aber ich fand es interessant zu sehen, dass wir wirklich in die Details gegangen sind. Und gerade weil es mich im Fernsehen interessiert, war das heute ja, passend und interessant dazu. Also ich bin jetzt hier nicht so mit einer Mission hergekommen und sage, ich will euch überzeugen. Ich habe einfach, glaube ich, versucht, ehrlich zu sagen, was Faszination des Berufes ist, Herausforderung des Berufes ist, was vielleicht auch Schattenseiten sind. Und deswegen, ich glaube, das muss jeder mit sich ausmachen. Aber ich finde, Journalist und nicht nur Sportjournalist ist ein faszinierender Beruf, ist auch ein wichtiger Beruf in dieser Gesellschaft. Eine Funktion, die weiter ausgeübt werden sollte. Und ja, deshalb brauchen wir guten Nachwuchs. Trotzdem will ich jetzt nicht missionarisch werden. Ich denke, die hier waren und Interesse haben, sind hoffentlich nicht abgeschreckt. Das wäre schon gut.